Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Tear Away Unfolded. Oh, ich kann reden. Was? Viereck. Du hast die eineigene Mine betrieben. Vielleicht kannst du ja das noch im Himmel reparieren. Schau nur, was für eine wundervolle Welt vor uns liegt. Sie dürfen sie nicht ruinieren. Ja, gut. Heb mich hoch, heb mich hoch. Wirf mich, wirf mich. Juhu, jetzt kannst du die Dinge hochheben und werfen. Boah, kann ich das Basketball spielen? Aha. Läuft bei mir. Man, danke, Baby. Und bam! Siehst du das siehst du das rote Geschenk auf der Plattform? Und das blaue Geschenk dort links? Wir Anleitungshörnchen haben Konfetti zur Aufbewahrung dort hineingetan. Die roten können geöffnet werden, indem du die Touchpad-Taste drückst. Aber die blauen öffnen sich nur, wenn du etwas Herausragendes gemacht oder jemandem geholfen hast. Chaos auf dem Priestschloss schon in Ordnung, Gurio, mit der Hilfe des Wesens. Und es gibt einen Lichtblick, wir können endlich ein paar Körbe werfen. Die Mimen hatten sie in Beschlag genommen. Oh. Also was, wenn du von uns Erdhörnchen eins in alle drei Körbe bekommst, gebe ich dir dieses Geschenk. Na dann, wo sind die Erdhörnchen? Hier. Woo, bam. Noch mehr Schnipsel. Du hast es geschafft. Yo, Bro. Toll. Was habe ich dafür bekommen? Schnipsel. Wollte ich schon immer haben, Schnipsel. Weg mit dir. Okay, ja. Irgendwo wollte ich hin. Oh, was ist hier?
gar keiner rumlaufen. Hast du den Himmel gesehen, wo die Töpfe lässt? Wissen wir nein. Yeah. Jump, jump, nein. Och Mann. Poinky. Dann halt nochmal das Ganze. Jump. So. Und jump. Hilf uns, die Verwüstung von Telfate durch diese Unholde zu stoppen. Das war's. Und jetzt? Hui. Wo geht's hier weiter? Yay. Ah ja. Ein Wasserfall aus Schnitzeln. Läuft. Wir gehen auf eine Ruderreise, bevor das Erntestück beginnt. Wir bewegen uns nicht, aber manchmal ist es gut stillzustehen. Dann ändert sich nichts. Du solltest hier aber nicht zu lange stehen, sonst ertrinken deine Füße. Etwas spielt sich am Himmel ab. Ich hoffe, dass das Stück dadurch nicht verdorben wird. Wow, mega Jumpy Power. Hä? Willst du was essen? Hallo Kurier, könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun und diesen großen blauen Ball aus meinem Haus rausholen? Ich bin einfach zu klein, um ihn zu bewegen. Na gut. Tschüss. Frieden. Den nehme ich jetzt mit. Ich habe gehört, dass der Eichhörnchenkönig seine Krone verloren hat. Wir können sie nur das Stück ohne sie aufführen. Kein Wunder, dass die Bühnenarbeiter so besorgt aussehen. Hm.
habe mit dem blauen Ball, kann ich doch irgendwie was machen. Und zwar... Yeah. Da ich keinen anderen blauen Ball habe. So, wo geht denn jetzt die Reise hin? Komme ich denn nicht hoch? Na, da geht's weiter. Du kannst das Haus an deinem Kurs anpassen, indem du Konfetti gegen Dekoration tauscht. Gib damit deinem Kurier einen Mund. Drück jetzt die R3-Taste, um den Kurier anzupassen. Ui. Wähle mit L1 oder R1 Münder aus. Achso. Nein. So, wenn ich den Controller jetzt drehe. Was haben wir denn noch? Was ist denn das für ein Mund? Der hat sich nicht Zähne geputzt oder was? Hui, zugenäht. Jo, was guckst du so, ne? Was guckst du so? Gott. Oh je, meine. Das ist. Nein. Ritano. Also, ich bin Ritat. Hoppa. Jetzt bin ich ja irgendwie schon fast wieder lustig. Yeah. Kann mich nicht entscheiden. Nein, ich mach einfach hier. So. Ja.
Oh nein. Oh nein, jetzt hat er zwei Münder. Augen. Das für ein Auge. Wow. Cat Eye. Ribbit, ribbit, ribbit. Donkey shot the flamingo, yeah. Zwei so X-Augen. Was sind denn das für behinderte Nasen? Nase kriegt der Geine. Was haben wir hier? Was ist denn? Hä, was ist denn das? Einfach nur irgendwelche Formen. Harry Potter. Das ist alles behindert.
Ja, das reicht jetzt erstmal. Oh, du musst ein Schauspieler sein. Deine Verwandlungskraft ist noch beeindruckender als dieses Loch im Himmel. Du kannst fast jeden Teil deines Kuriers jederzeit entfernen oder umdekorieren. Drücke einfach die R3-Taste zum Ändern des Aussehens. Du kannst auch mit der Begleit-App im Dekorationsmodus den Kurier dekorieren. Na dann. Außerdem können deine Freunde mit der PlayStation-App in diese Welt schauen, dir auf deiner Reise helfen und neue Fotos und Papiermodelle schicken. Ja, ich glaube, das werden sie nicht tun. Ich habe gedacht, da gibt es auch irgendwas zum Boosten in dem Spiel. Ja, der will mit mir reden. Lasst mich durch. Das ist eine schwierige Situation. Taffalte ist von der Ernte abhängig. Und die Ernte hängt von diesem Stück ab. Ich check's noch nicht so ganz. Aber gut, die Story wird sich wohl noch irgendwie aufklären. Na, di da, di da, di da, di da. Bisher ist es echt nur Welterkundung hier so. Und leuchten. Ja, und jetzt? Hallo. Mach was. Das ist ein katastrophales Desaster epischen Ausmaßes. Entschuldige die Dramatik, aber hinter der Bühne herrscht Chaos und unser Scheinwerfer ist kaputt. Nein! Gut, dass sie leuchten kann. Schweig, mein Herz, du hast ein Licht. Bitte lass mich im Licht baden, damit ich unser Stück ankündigen kann. Seid alle willkommen, meine lieben Mimen, zu unserer Geschichte der Erntesaison. Der Eichhörnchenkönig ist wie jeden Sommer aus gutem Grund gekommen. Heiße den grünsten Mann willkommen und empfangt seinen wärmsten Segen. Denn auf diese Weise begann die Feier des Singsangs. Vielen Dank, du bist zu gütig. Der Scheinwerfer bringt die Wärme der Sonne mit sich, die Show kann weitergehen. Folge mir bitte, dein Talent wird hinter dem Vorhang benötigt. Aber nicht ohne mein Eichhörnchen. Hilfe, hilf mir, ich bin in der Truhe, Schnipsel haben mich eingesperrt. Auf dem Deckel ist etwas Schweres, kannst du es für mich beseitigen? Wirf doch einfach ein paar Äpfel dagegen. Oder Eichhörnchen. Die Schnipsel haben meine Krone gestohlen. In solchen Augenblicken kann ein Wesen wirklich nützlich sein. Zeichne mit dem Finger den Umriss einer Krone auf dem Touchpad. Bäh.
Jetzt kreiere ein Juwel, wähle mit dem Leitlicht eine neue Farbe. Nein, ich will es löschen. Nein, das kriegen wir doch noch besser hin. Gucken wir doch mal, ob das damit auch funktioniert. Ja, okay, es geht nicht. Mann, das Zeichen ist echt schwierig auf dem komischen Touchpad hier. Mann. Fast. Ja, komm, das reicht jetzt für eine Krone. Oh, ich kann es auch in andere Farben machen. Jetzt? Ah, okay. Mhm.
Na. Ups. Na, ist das ein Viertelspiel? Ja, komm, das reicht. Praktisch, danke. Oh, schon so spät, ich muss los und verpasse ich meinen großen Moment. Die Eierkrone. Dem, dem, dem. Sieh dir meine wundervolle Bühne an, welch ungeplantes Chaos. Lebloses Grau statt Farben, stumpfsinnige Prosa statt Poesie, das Stück ist ruiniert. Beruhigt euch, ich bin doch da. Ich helfe dem Eichhörnchen Penis, Kronenritter. Du hast die Kraft des Frühlings. Der grüne Mann selbst muss seine Magie durch dich wirken. Das Stück kann weitergehen. Gut gemacht. Hey, könntest du bitte ein Foto von mir mit meiner Krone machen? Hier, nimm meine Kamera. Ja. Die neue Canon EOS 357. Damit kannst du sogar dich selbst fotografieren, Kurier, versuch's doch mal. Oh, ich will doch keine Selfies machen. Yeah. Yeah. Yes. Yes. Mau. Sehr gern geschehen, alles Gute. Ach je, jetzt dürfen wir uns so ein Theaterstück angucken. Ah, es ist Iota, unser Kurier. Und wie ich sehe, bist du noch hier. Da draußen. Schaust rein. Haust in die Tasten. Gut. Ein Wort zum Überbringen der Nachrichten. Das Loch da oben ist unerreichbar hoch. Die Bäume im Obstgarten können euch behilflich sein. Doch zuerst müsst ihr ihnen helfen. Beseitigt die Schnipsel, bringt Licht und Farbe zurück, bringt die Musik. Dieser Obstgarten braucht eine Party. Macht eine Sause, die sich gewaschen hat. Und jetzt rauf da! Ja, ist ja gut. So, an dieser Stelle beende ich dann mal die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play TOA Unfolded mit dem Eierpenis Eichhörnchen-Kronenkönig oder wie auch immer ich den nenne. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß! Und hau rein!